Ja, ich beginne, wie viele Dinge beginnen ja nicht erst seit heute, sondern irgendwann mal in der Antike haben sich die Menschen schon so Gedanken gemacht über unsere Wirklichkeit, ja. Viele Menschen sind ja nach wie vor der Ansicht, und das ist geradezu auch eigentlich ein Merkmal des alten Paradigmas, dass es nur das gibt, was man sehen und anfassen kann. Da hat ein Vorgänger von mir, ein berühmter Kollege, nämlich Albert Einstein, mal in einem Vortrag einen Zuruf bekommen von einem Zuhörer, der meinte zu den Ausführungen vom Herrn Einstein: Also, Herr Einstein, ich glaube nur das, was mir der gesunde Menschenverstand beigebracht hat. Ja, dann hat Einstein gesagt: Ja, dann kommen Sie doch mal nach vorne und legen Sie mal Ihren gesunden Menschenverstand hier auf den Tisch, ne? Weil Sie glauben ja nur an das, was Sie sehen und anfassen können. Wo ist denn nur Ihr Verstand, ne? Und da war der Mann natürlich ein bisschen in der Klemme und konnte nicht weiterhelfen. Und ja, wir müssen uns daran gewöhnen. Es gibt eben Dinge, die existieren, auch wenn wir sie nicht sehen und anfassen können. Und wie man trotzdem ein großes Ganzes entwerfen kann, ein Weltbild, das haben uns eigentlich schon die Gelehrten des Altertums vorgemacht. Dieses Bild hier zeigt einen Ausschnitt aus der Athener Mysterienschule. Und da sehen wir Platon neben Aristoteles stehend. Und beide hatten sehr konträre Auffassungen von der Wirklichkeit. Ja, Platon rückt seinen Zeigefinger nach oben, weist gen Himmel, ja, und macht die Menschen eigentlich darauf aufmerksam, es gibt da noch mehr, ein größeres Ganzes, ja, was über unsere eigene Wirklichkeit hier auf der Erde hinaus weist. Aber die Menschen waren damals mehr oder weniger dem zugewandt. So ist es eben heute auch noch. Und Aristoteles in einer etwas anderen Geste, er macht so eine Bewegung, ja, Ball flach halten, ne? Mal eben schön auf dem Teppich bleiben und nicht zu viel rumphilosophieren, ja. Aber diese beiden Naturelle sind halt im Menschen drin, ja. Der eine Teil von uns, der will immer Fakten, Fakten, Fakten. Und der will Beweise über Beweise und sonst was. Und der andere Teil, der ist halt spekulativ, der ist aber auch der fantasievollere. Und daraus ist letztendlich kommt die Quelle der Inspiration und die Quelle der Intuition. Und was wäre unser Leben ohne Intuition und Inspiration? Das wäre langweilig, ne? Wir wären nur in unserem Laufrad und würden irgendwas perpetuieren, nachmachen, was uns andere auch schon seit Generationen vorgemacht haben. Und nur wenn man versucht, die Dimensionen zu sprengen, Dimensionen der eigenen Sichtweise, die Beschränktheit aufzuheben, zu überwinden, dann können wir auch neue Ufer erreichen. Das führte dann schließlich zum Höhlengleichnis, das auch von Platon stammt. Da sehen wir hier in der Abbildung eine Höhle und da sind sehr bemitleidenswürdige Geschöpfe hier, diese Gefangenen. Die sind in der Höhle eingesperrt und mehr noch, sie sind fixiert in ihrem Blick auf diesen Bildschirm. Ja? Man könnte auch an einen modernen Menschen denken, der vor der Glotze sitzt, ja, und nur das sieht und wahrnimmt, was ihm da an Bildern vorgegaukelt wird. Und in dieser Situation sind auch die Gefangenen, denn sie haben nur Zugang zu den Informationen, die ihnen hier vorgezeigt werden. Und dadurch machen sie sich ein Bild von der Wirklichkeit. Ja, und seien wir mal ganz selbstkritisch, sind wir nicht auch ein bisschen so, ne? Wir lassen uns gerne Informationen vorkauen, ja? Und dann geben wir das so weiter und bilden uns unsere Meinung. Ja? Naja, tatsächlich sehen wir den Sachverhalt. Platon hat das schon ganz gut durchschaut. Ja? Diese Bilder werden generiert von Schauspielern, die sitzen hier vor einem Feuer. Ja, das war noch etwas antik, altmodisch. Heute ist das natürlich moderne Kameras, Fernsehen, Rundfunk und so weiter. Aber letztendlich wird Information vorgetäuscht über die Welt als Ganzes. Und die spielt sich eben hier nur in einer Höhle ab. Ja? Das heißt, diese Gefangenen haben allenfalls ein dreidimensionales Weltbild. Ja, maximal. Es ist fast reduziert auf eine Fläche, auf eine Zweidimensionalität.
Aber nehmen wir mal an, Sie sind sich schon bewusst, Sie sind in einer Höhle. Ja? Und so ähnlich geht es uns in der etablierten Wissenschaft bis auf den heutigen Tag. Denn das Paradigma, das immer noch die Welt beherrscht, das stammt aus dem 19. Jahrhundert. Und da heißt es eben, nur das, was im Raum, in der 3D-Welt existiert, das existiert auch wirklich. Und die Gesetzmäßigkeiten, die wir in der Physik erforscht haben, die waren bis vor wenige Jahrzehnte, haben die sich auch in der Dreidimensionalität abgespielt. Und deshalb zeichne ich jetzt mal mit Ihnen so den historischen Weg der Entwicklung der Weltsicht aus dem Blickwinkel der Physik. Aber noch mal kurz zurück zu dem Bild. Wir sehen aber, auch Platon war sich bewusst, diese Welt, diese Höhle, in der wir sind, da gibt es auch einen Ausgang, ja, in eine größere Wirklichkeit. Ja, und der hat es geschafft. Ja. Das ist ein solcher beneidenswerter Mensch, der hat es geschafft, sogar aus der Höhle herauszukommen und in eine größere Wirklichkeit hineinzutreten. Und Paradigmenwechsel waren eigentlich immer damit verbunden, ein etabliertes Weltbild zu sprengen und über eine Begrenztheit hinauszugehen. Ich schaue mal, was ich da noch an Bildern habe zu dem Thema. Ja, das ist natürlich ganz toll. Das führt uns zu dem Paradigmenwechsel, der so vor 400 Jahren stattgefunden hat. Damals war ja das Weltbild sehr stark beherrscht von dogmatischen Vorstellungen. Die katholische Kirche hatte damals den Menschen noch ein Weltbild vorgekaut, vorgepredigt, das auf den griechischen Philosophen Aristoteles zurückgang, aber auch nur da bestimmte Anleihen gemacht hat. Naja, die Erde war eine Scheibe und über der Scheibe der Erde wölbte sich ein Firmament und in diesem Firmament waren halt die Gestirne angeheftet. Ja? So stellte sich der mittelalterliche Mensch in der Begrenztheit seiner Beobachtungsmöglichkeiten die Welt vor. Ja? Und unter der Erde gab es eben dann nur noch die Hölle, die Unterwelt. Und über dem Himmel oder in den Himmeln waren dann auch gleich die geistigen Welten, der geistige Himmel mit Gott und all seinen Geschöpfen untergebracht. Das war auch noch ein streng dreidimensionales Weltbild, wobei die Erde hier wirklich auf eine Scheibe reduziert war. Und wir wissen ja, dass es auch da Jahrzehnte, Jahrhunderte gedauert hat, dieses Weltbild zu sprengen. Es gab dann auch mutige Leute, die haben sich mal dagegen gestemmt. Und auch Entdecker wie Kolumbus, ja, der hat sich getraut, mal über den großen Ozean zu fahren. Der hatte keine Angst, da irgendwann runter zu plumpsen, ja, und ins Bodenlose zu stürzen, sondern er hat einen neuen Kontinent entdeckt. Zwar war er nicht der erste Entdecker. Man weiß heute, dass die Wikinger auch schon drüben waren, bevor Kolumbus überhaupt aufgebrochen war. Aber schließlich entpuppte sich das Antlitz der Erde als eine Kugeloberfläche und die Menschen haben das auch akzeptiert. Aber ich erinnere mich noch, meine Großmutter hatte Probleme, das zu glauben. Ne? Die hatte irgendwie diese naive, kindliche Vorstellung, ja, die Erde ist doch eine Scheibe und das ist doch glatt und flach, ne? Wie kann das denn rund sein? Also man kann es irgendwo nachvollziehen, aber wenn Menschen träge sind in ihrer Gedankenwelt, dann möchten sie gerne alte Gedanken weiterführen. Nun, schließlich, wir wissen, dieses Weltbild wurde gesprengt. Kopernikus, Kepler, Tycho, Galileo Galilei, das waren so Persönlichkeiten damals, die dazu beigetragen haben, dass auch dieser mittelalterliche Mensch dieses Weltbild sprengen konnte und schließlich in eine größere Wirklichkeit eingetaucht ist. Und an einer ganz ähnlichen Schwelle steht die heutige moderne Wissenschaft auch. Und darüber handelt eigentlich mein Vortrag, wie wird dieser Wechsel, dieser Wandel in der Wissenschaft vollzogen oder wie könnte er noch vollzogen werden? Ja, jetzt geht es natürlich dann, eigentlich folgte aus diesem Paradigmenwechsel eben, wie gesagt, eigentlich das Paradigma, das wir heute wieder überwinden wollen, weil es eben sehr einseitig nur auf das zählt, was man sehen und anfassen kann, was man durch Messungen ständig bestätigen kann. Und da geht eben auch einiges verloren.
Aber auch da hat die Wissenschaft schon Wege gefunden, aus dem Dilemma herauszukommen. Ja, natürlich muss ich hier Einstein nennen, denn er war derjenige, der vor gut 100 Jahren dieses klassische physikalische Weltbild schon ein bisschen ins Wanken gebracht hat. Ja, wie sah denn dieses Weltbild aus vor Einstein? Da gab es die Newtonsche Mechanik. Ja? Das war ein großes Physikgebäude, das lernen Studenten heute auch in den ersten Semestern ihres Studiums. Da ist so die ganze klassische Physik untergebracht. Und diese Physik handelt von den drei Dimensionen des Raumes, Länge, Breite und Höhe, ja, so wie wir hier auch in einem Raum sind. Natürlich sind wir in einem dreidimensionalen Raum. Und innerhalb dieses Raumes verstreicht noch gleichförmig die Zeit. Egal, wo wir uns in dem Raum befinden, die Zeit strömt immer gleichförmig. Ja. Also man hat unterstellt, die Uhren in New York ticken genauso wie die Uhren in London oder in Berlin. Ja. Das ist so eigentlich das Weltbild. Und es entspricht natürlich unserer Alltagserfahrung. Es ist bestechend, ja, weil wir können das an jedem Ort der Erde beobachten. Eine Stunde ist eine Stunde, ne? Auch wenn man früher nur eine Eieruhr hatte, um das zu verifizieren. Aber selbst mit modernen Uhrwerken konnte man das erstmal nicht knacken. Ja? Und jetzt kam da so ein verrückter Physiker wie der Einstein und hat gesagt, das ist ja alles relativ. Ja? Der Raum kann beliebig gedehnt werden, wie er will, und die Zeit kann auch entweder zusammengepresst oder ausgedehnt werden. Das waren so revolutionäre Thesen, die Einstein vertreten hat. Und was noch schlimmer war, er hat das auch noch in Formeln gekleidet. Die wenigsten seiner Zeitgenossen konnten da zwar folgen, weil dazu war sehr moderne Mathematik erforderlich und die meisten seiner Kollegen hatten das noch gar nicht an der Uni gelernt. Ja, aber es hat sich relativ schnell durchgesetzt, dass der Einstein wohl doch recht hatte. Er hat also herausgefunden, dass Raum und Zeit relativ sind und einmal davon abhängen, wie schnell sich ein Beobachter im Vergleich zu einem anderen Beobachter bewegt und wo er sich aufhält. Also es gibt durchaus Orte im Universum, da ticken die Uhren anders als bei uns auf der Erde. Zwar ist das so im Großen und Ganzen richtig, ja, dass die Uhren in London und New York und Berlin einigermaßen gleich vergehen, aber wenn jetzt mal einer losfliegt mit einer Rakete und ganz schnell fliegt und wenn der dann so 3 Jahre durch den Raum flitzt und dann wieder auf die Erde zurückkehrt und er hat zufällig einen Zwillingsbruder, dann kann er noch Glück haben, dass er den noch lebendig wieder trifft, aber sein Enkel ist vielleicht schon älter als er. Ja? Das ist also eine Tatsache, die auf die Einstein hingewiesen hat, dass wenn man sich eben sehr schnell bewegt, mit sogenannten relativistischen Geschwindigkeiten, dass die Zeit dann langsamer vergeht. So wie wenn man in eine Zeitmaschine einsteigt. Ja? Das hat also die Physik sehr auf den Kopf gestellt und sehr revolutioniert. Vor allen Dingen hat es die Physik offen gemacht für neue Konzepte. Und das ist gut so. Denn dazu hat Einstein nicht ausgereicht, uns das beizubringen. Da gab es dann auch noch andere Leute. Aber das ist vielleicht das Wesentliche, was Einstein herausgefunden hat. Die Anwesenheit einer Masse krümmt den umgebenden Raum. Ja? Sie sehen das, also Raum wird jetzt hier dargestellt als eine Fläche und wenn in diesem Raum eine Masse vorhanden ist, dann wird dort der Raum verbogen. So wie eine Kugel, wenn die auf eine glatt gespannte Gummimembran fällt, eben die Membran sich durchbiegt. Das passiert mit Raum. Und diese Aussage Einsteins konnte relativ bald von den Experimentalphysikern bestätigt werden, denn bei einer Sonnenfinsternis wird ja die Sonne abgedeckt vom Mond und dann tauchen auf einmal die Sterne auf, die man sonst nur am Nachthimmel sehen würde. Und wenn man den Nachthimmel dann auch noch mal beobachtet, wenn die Sonne da nicht steht, ein halbes Jahr später, dann haben die Leute halt festgestellt, ja, wenn die Sonne in dem Feld steht, dann stehen die Sterne an einer anderen Stelle. Verrückt, gell? Das kommt durch die Raumkrümmung der Sonnenmasse zustande, weil die verbiegt dann auch die Bahnen von Lichtteilchen, die an der Sonne vorbeifliegen.
Also das wohl glänzend bestätigt und auch alle anderen Aussagen der Relativitätstheorie können sich einer großen Bestätigung und einem großen Rückhalt in der Experimentalphysik erfreuen. Kennen Sie den Herrn? Das war damals noch ein junger Mann. Später hat er mal eine Glatze gehabt. Das ist Max Planck. Als junger Mann entschloss er sich, Physik zu studieren am Ende des 19. Jahrhunderts. Und einer seiner Lehrer, ein Professor an der Uni, sagte ihm: Herr Planck, warum vergeuden Sie Ihre Zeit? Sie sind so ein talentierter Mann. Studieren Sie doch was anderes. In der Physik gibt es nichts mehr zu entdecken. Ja? So borniert waren die damals. Damals, gehen Sie heute mal an die Uni. Ja? Das stirbt nicht aus. Ne? Auch Borniertheit wird halt weiter vererbt. Ja? Aber wir wissen es heute besser. 100 Jahre nach Max Planck wissen wir, das Wissen der Physik hat sich in den 100 Jahren vertausendfacht. Ja? Wir haben jetzt einen gigantischen Einblick in die Welt des Kleinen, wie auch in die Welt des Großen gewonnen. Also über die dreidimensionale Struktur unserer Welt wissen wir heute noch besser Bescheid als zu Max Plancks Zeiten. Damals gab es noch viel Spekulation in Bezug auf Astronomie, auf Himmelskörper. Heute leben wir in einer Welt, in der die Tatsache, dass es Planeten gibt, die fremde Sterne umkreisen, das ist geradezu banal, ja. Also es sind schon über 1000 Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt worden in den letzten 20 Jahren. Vor 20 Jahren fing das an. Ne? 1994 war das noch eine reine Spekulation. Wer da behauptet hat, es gibt Planeten, die andere Sterne umkreisen, da haben sofort alle Kollegen den Finger gehoben und gesagt, ja, das ist reine Spekulation, das wissen wir nicht, ne? Das ist unwissenschaftlich, ja. Und dann 1995 wurde der erste Exoplanet entdeckt. Und heute ungefähr 2, 3 Dutzend pro Woche. Was hat Max Planck beigetragen zur Physik? Er hat natürlich sich sehr mit Teilchen auch beschäftigt und hat den quantenhaften Charakter der Materie offengelegt. Er hat gezeigt, dass Teilchen nur ganz bestimmte Mengen von Energie transportieren können oder von irgendwas. Das heißt, alles in der Welt ist quantisiert. So wie ein Lego-Baukasten. Ja? Da gibt es eben Steine mit einem Knopf oben, mit 2, mit 3, mit 4 und so weiter. Aber immer eben nicht 3,5 oder 2,5, sondern immer nur ganz bestimmte Portionen von etwas. Und das ist Quantenphysik. Das ist quasi die Tatsache, dass unsere Welt wie ein Baukasten aufgebaut ist. Der Andreas hat in seinem Vortrag, das er heute schon sehr schön, einfach aus der Perspektive der Geometrie aufgezeigt. Aber in der Physik wissen wir jetzt auch, die Quantenphysik ist eine der am besten bestätigsten Theorien im Lehrgebäude der Physik. Ja, wir wissen, unsere Welt ist aus Atomen aufgebaut, aus Teilchen, die man nicht weiter aufteilen kann, zumindest wenn es um ihre elementaren Eigenschaften geht. Und wir bestehen aus dieser Materie. Ja, und noch mehr, Physiker haben herausgefunden, ja, der größte Teil der Masse eines Atoms ist im sogenannten Atomkern konzentriert. Und dieser Kern wird umkreist von Elektronen. Das ist jetzt hier ein simples Atommodell. Das geht auf den Quantenphysiker Niels Bohr zurück. Das war das erste Atommodell. Da hat man sich vorgestellt, ja, die Atomkerne sind wie so ein Zentralstern und um den Atomkern herum flitzen die Elektronen, so wie die Planeten sich um die Sonne bewegen. So ungefähr ist das auch. Aber es ist noch viel komplizierter. Heute spricht man von sogenannten Orbitalen. Da kann man nur Aufenthaltswahrscheinlichkeiten berechnen, wo sich das eine Elektron gerade aufhält. Ja? Oder man kann ausschließen, wo es sich auf jeden Fall nicht aufhalten kann. Ja? Aber so ganz einfach, wie es hier in dem Bahnmodell dargestellt ist, ist es in Wirklichkeit natürlich nicht. Naja, und je mehr die Physiker die Welt des ganz Kleinen erforscht haben, umso mehr sind sie noch auf kleinere Strukturen gestoßen.
Hier sehen wir zum Beispiel ein Proton. Das ist ein Bestandteil im Atomkern, ein Teilchen im Kern. Das ist wiederum aus weiteren kleinen Teilchen aufgebaut. Das sind die sogenannten Quarks. Ja? Haben Sie alle schon mal von gehört? Und es gibt auch Physiker, die schon darüber spekulieren, die Quarks, die sind möglicherweise auch wieder aus kleineren Teilchen aufgebaut. Also da hört es nicht auf, offensichtlich. Da geht es immer weiter. Und natürlich sind immer wieder Gesetzmäßigkeiten da, die sich aber von einer Ebene auf die andere fortsetzen. Ja, und schließlich haben die Physiker so ein Schema entwickelt, woraus sie den ganzen Aufbau der Materie erklären können. Es gibt also nur ein paar Teilchen, das sind hier die Quarks, die bauen die Protonen und Neutronen auf. Und dann gibt es die Antiquarks, die bauen Antimaterie auf. Die können wir zwar hier nicht beobachten in unserem Universum, weil unser Universum ist in gewisser Weise asymmetrisch. Ja? Es ist nicht überall genau polar auf. Es hat sich für eine Polarität entschieden, also für Materie und nicht für Antimaterie. Obwohl Antimaterie kann man auch erzeugen, aber nur wenige Teilchen oder wenige Atome. Das hat keine Bedeutung für unsere normale Wirklichkeit. Also wir bestehen nicht aus Antimaterie, sondern aus Materie. Und diese Materie lässt sich grundsätzlich aus diesen Bausteinen aufbauen. Das ist so das Schulgebäude der modernen Elementarteilchenphysik. Aber da stoßen und da sind die Physiker relativ schnell an Grenzen gestoßen, weil es gibt nach wie vor ein großes Mysterium, das auch mit der Entdeckung des Higgs-Bosons noch kein Ende gefunden hat, nämlich die Tatsache, elektromagnetische Felder, und dazu gehört auch Licht, also Licht ist auch ein elektromagnetisches Feld, und Gravitation, also Schwerkraft, kann man nicht miteinander einheitlich in einer Theorie beschreiben. Das war ein großes Dilemma der modernen Physik zu Beginn des 20. Jahrhunderts, und dieses Dilemma ist nach wie vor Bestandteil der modernen Physik. Und der Ausweg daraus, der einzige gangbare Weg, ist, dass man sich überlegt, vielleicht gibt es noch mehr Dimensionen als nur der Raum und die Zeit, die wir brauchen, um die miteinander zu verheiraten. Und die erste Idee in der Richtung hatten zwei Mathematiker, die hießen Kaluza und Klein. Das war in den 1920er Jahren. Und da haben die einen Vorschlag gemacht, okay, wir führen einfach noch eine Dimension dazu. Also diese Fläche hier soll jetzt die vierdimensionale Raumzeit symbolisieren, drei Raumdimensionen und eine Zeitdimension. Und jetzt nehmen wir noch eine fünfte Dimension dazu. Aber die lassen wir nur jeweils an einem Raumpunkt immer wieder andocken und die Dimension ist in sich geschlossen. Kompaktifiziert, nennen die Physiker das. Und da haben aber die damaligen Koryphäen der Physik aufgeschrien und gesagt, ja, nein, das kann nicht sein und das gibt es nicht, das kann nicht sein. Dann verschwand das erstmal in der Schublade. Die sogenannte Kopenhagener Gruppe, dazu gehörte auch Niels Bohr und andere damalige Quantenphysiker, die haben das einfach erstmal abgelehnt und wollten sich darauf nicht einlassen. Und wie das oft so in der Geschichte ist, ein paar Jahrzehnte später kramen die Kollegen das wieder aus der Schublade hervor. Ja? Und seit den 1960er Jahren erleben wir eine Renaissance dieser Idee, ja? Dass man nämlich weitere Dimensionen einführen kann in die Physik, um eben dieses Dilemma der allgemeinen Beschreibbarkeit verschiedener Kraftfelder miteinander zu verheiraten, zu vereinigen. Ja, die sogenannten Stringtheorien, ich muss sagen, die Dialekte der Stringtheorie, die machen davon sehr emsig Gebrauch, von diesem Konzept der Einführung weiterer Dimensionen. Da gibt es mittlerweile konkurrierende Weltmodelle, die einen haben 11 Dimensionen, die anderen haben bis zu 27 Dimensionen, zählt man da. Also moderne Dialekte der Stringtheorie, die M-Theorie, die auch von Stephen Hawking favorisiert wird,
die leben von beliebig vielen Dimensionen, also man geizt da nicht. Ja? Das heißt, die Physiker sind sehr esoterisch geworden, ne? Weil das, was sie da, womit sie da rumrechnen, messen können die das nicht. Keine Chance. Sie können eigentlich nur Formeln entwickeln und schauen dann in der Wirklichkeit mal nach, ist das möglich, dass so die Wirklichkeit besser beschrieben werden kann? Und wie gesagt, da ist noch keine letzte Entscheidung gefallen, wo die Reise wirklich hingeht. Es scheint sich anzudeuten und anzubahnen, dass es wohl letztendlich keinen Ausweg geben muss, beziehungsweise kein Weg führt daran vorbei, neue Dimensionen in das Lehrgebäude der Physik einzuführen. Ja, und damit reicht die Physik geradezu der Esoterik ihre Hand. Ja, das ist Fakt. Die Physik ist der Wegbereiter esoterischen Gedankenguts in dieser Zeit. Ja. Und darauf werde ich gleich auch näher eingehen. Die Stringtheorien sind sehr unanschaulich. Und ich will auch meine Diskussion jetzt da nicht weiterführen, sondern ich werde jetzt mal zwei Modelle vorstellen, die mit mehr Dimensionen arbeiten, aber die zu außerordentlich interessanten, anschaulichen Modellen geführt haben und die sehr gut erklären können, wie unsere Welt als Ganzes aussehen könnte. Und da bringen wir eine ganze Menge an Phänomenologie unter, die man mit der althergebrachten Physik nicht mehr beschreiben kann. Und die Protagonisten dieser beiden Theorien sind einmal Jean-Émile Charron, ein französischer Kernphysiker, der lebte im 20. Jahrhundert, von den 20er Jahren bis Ende des Jahrhunderts. Ich muss mal gucken, ich habe, glaube ich, ein Bild von dem dabei. Ich blätter mal kurz vor, ja? So, da haben wir sie. Jean-Émile Charron, 1920 bis 1998, und der deutsche theoretische Physiker Burkhard Heim, 1925 bis 2001. Also die haben etwa die gleiche Lebensspanne gehabt, also Zeitgenossen. Und jetzt kommt was Verrücktes. Die hatten aber miteinander keinen Kontakt. Die haben völlig unabhängig voneinander ihre Theorien entwickelt. Und ich beschäftige mich mit beiden Theorien seit den 80er Jahren und habe verblüffende Parallelitäten entdeckt. Und aus den Arbeiten der beiden habe ich weiterführende Überlegungen und Rechnungen angestellt und konnte dann sogar zeigen, man kann mit beiden Systemen rechnen, wobei Heims System sogar noch weitergeht und quasi die Ergebnisse Charons beinhaltet. Ja, darauf werde ich in meiner weiteren Ausführung noch eingehen. Und ich entwickelte aus beiden in den ersten Jahren dieses neuen Jahrtausends eine neue Theorie, das ist die Urworttheorie, und auf die bezieht sich der Vortrag. Ich muss also noch ein bisschen Erklärung voranstellen, bevor ich auf meine eigentliche Theorie eingehen kann, sonst kommen Sie einfach nicht mit. Ja? Also deshalb erkläre ich jetzt als erstes mal so die Grundzüge der Charonschen Theorie, die sogenannte komplexe Relativitätstheorie. Ja, genau, jetzt gehen wir auf dieses Bild. Charon knüpft an ein großes Rätsel der Physik, nämlich das sogenannte Elektron. Ja? Das ist das erste echte Elementarteilchen, das in der Physik entdeckt wurde. Und dieser Entdeckung verdanken wir letztendlich alle Erfindungen und technischen Innovationen, die mit Elektrizität zu tun haben. Nämlich die mit dem Elektron umgehen. Das Elektron ist ein kleines Teilchen, das hat eine elektrische Ladung. Es ist Bestandteil jedes Atoms, das habe ich ja vorhin gezeigt. Also die Elektronen flitzen um die Atomkerne herum. Und nur mal kurz, um eine Größenordnung Ihnen klarzumachen, wir bestehen ja alle aus Atomen. Ja, das weiß ja jeder. Allein Zellen, also biologische Zellen, bringt jeder Mensch durchschnittlich so 50 Billionen auf die Waage. Und in jeder Zelle findet man wieder Billiarden mal Billiarden Atome. Und in jedem Atom finden wir 1 bis 100 Elektronen pro Atom. Also die sind wirklich nicht selten, ne? Die scheinen von elementarer Bedeutung zu sein. Und
In der Physik ist seit langem ganz gut bekannt, die elektrische Ladung, die das Elektron hat, die kann man messen, bis auf die 8. Stelle hinterm Komma genau. Dass es ein kleines Magnetfeld hat, dass es sich um sich selber dreht, hat man auch herausgefunden. Und, das ist auch interessant, das Elektron hat eine schier unendliche Lebensdauer. Es ist sozusagen unkaputtbar. Ja? Das heißt, die Materie, aus der jeder von uns besteht, die existiert schon sehr, 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 sehr lange. Und die Astrophysiker schätzen das Alter unseres Universums auf 13 bis 14 Milliarden Jahre. Also, wenn mich jemand fragt, wie alt sind Sie denn? Ja, was meinen Sie mit Sie? Meinen Sie den Zeitpunkt, wo ich geboren wurde? Oder meinen Sie das Alter der Materie, aus der ich aufgebaut bin? Also, wenn Sie die Materie meinen, dann kommt Methusalem nicht mehr mit. Ja? Also, 13 Milliarden Jahre, hat mich doch ganz gut gehalten. Ne? Das gleiche Kompliment gebe ich natürlich an Sie auch zurück. Ja? Auch Sie haben sich gut gehalten. Ja, Ihre Elektronen haben schon eine lange Reise hinter sich. Ja? Die waren nicht immer in Ihrem Körper, weil Ihren Körper gibt es in der Konfiguration ja noch nicht so lange. Und Andreas hat das ja auch in seinem Vortrag schon erwähnt. Wir haben ja Stoffwechsel. Und die Zellen in unserem Körper erneuern sich ja ständig. Wir nehmen ständig Nahrung auf. Teile scheiden wir auch wieder aus. Wir wissen es auch vom Duschen, dass die Hautschuppen ständig sich ablösen. Also unser Körper regeneriert sich ständig. Das heißt, die Materie, aus der ich jetzt bestehe, ist nicht die gleiche Materie, aus der ich bestanden habe vor 50 Jahren oder vor 10 Jahren selbst. Ne? Aber es gibt wahrscheinlich sowas wie ein Hardcore, ja? Ein Teil der Materie meines Körpers ist wahrscheinlich schon sehr, sehr lange mit mir identifiziert. Ja. Darauf gehe ich aber später noch ein. Also es ist zwar richtig, dass die meisten unserer Zellen alle 7 Jahre erneuert werden, das trifft aber hauptsächlich nur zu auf die Zellen unseres Verdauungssystems, also der gesamte Magen-Darm-Trakt und die Zellen des Nervensystems. Die haben eine längere Verweildauer im Körper. Es gibt Zellen, die ändern sich nicht mehr im Laufe unseres Lebens. Und da kann man auch von ausgehen, dass die Materie in den Zellen sich nicht unbedingt total verändert. Also ein Teil der Materie, die wir mit uns rumschleppen, haben wir wohl schon sehr lange an der Backe sozusagen. Ja? Aber darauf gehe ich, wie gesagt, später ein. Jetzt eine ganz wichtige Frage für die Physik. Ja, wie sieht denn so ein Elektron aus? Ja? Tja, großes Fragezeichen. Die Mainstream-Physik hat darauf keine Antwort. Also in den meisten Mainstream-Modellen der Physik, also den allgemein akzeptierten Modellen, hat man eben kein Modell von der Struktur des Elektrons. Vielmehr noch macht man da die größtmögliche Form der Abstraktion, die man sich vorstellen kann. Man sagt einfach, ja, das Elektron ist ein Punkt. Das ist ein punktförmiges Objekt. Haben Sie schon mal in der Natur einen Punkt gesehen? Mit der Lupe drauf geguckt? Da muss das ja immer noch ein Punkt bleiben. Und wenn Sie mit einem Elektronenmikroskop drauf schauen, muss es auch noch ein Punkt sein. Also solche Objekte gibt es in der Natur nicht, außer das Elektron. Das ist winzig, winzig klein. Ja? Wir wissen heute, wie groß es maximal sein kann. Nämlich, es kann nur maximal so groß sein, 10 hoch minus 19 Meter. Ja, das ist ein Zehntausendstel vom Durchmesser eines Atomkerns. Ein Atom wäre dagegen ein ganzes Universum, aber allein Atomkern, zum Atomkern verhält sich das Elektron schon wie 1 zu 100.000. Und vielleicht ist es sogar noch kleiner. Das wissen wir nicht, weil kleinere Strukturen können wir mit unseren experimentellen Geräten nicht auflösen. Wir können nur sagen, wie groß es maximal sein kann. Ne? Deshalb diese Größe, die da steht, aber die ist völlig nichtssagend. Das heißt nur, es ist nicht klein, es ist nicht größer als. Mehr heißt das nicht. Mehr wissen wir nicht. Ja, und da
Da hat dieser Herr Charron natürlich, das wollte er nicht auf sich sitzen lassen, das wollte er einfach mal anschauen. Kann man nicht ein interessantes Modell machen vom Elektron? Und da ist er auf die Idee gekommen, ja, vielleicht ist das Elektron nur so was wie ein Fenster zu dahinterliegenden weiteren Dimensionen, die wir mathematisch nur noch nicht beschrieben haben. Das hat er mal so postuliert. Und er hat sich folgende Vorstellung gemacht. Das brauchen wir uns jetzt nicht anschauen. Ja, das ist interessant. Das kennen Sie alle. Klingelt es da bei den meisten? Ja, das ist ein Modell eines schwarzen Lochs. Ja. Schwarze Löcher folgen unmittelbar aus der Relativitätstheorie von Albert Einstein. Das waren auch erst völlig hypothetische Objekte. Ja. Auch sehr früh wurde das postuliert von dem Physiker Schwarzschild, auch wegen der Namensgleichheit, das hat mit schwarzen Löchern nichts zu tun. Die werden schwarze Löcher genannt, weil da keine Strahlung rauskommt. Weil alles, was da reinplumpst, ist weg. Und das war eben, wie gesagt, erstmal Hypothese, dass es das überhaupt gibt. Die Relativitätstheorie von Einstein lässt die Existenz schwarzer Löcher grundsätzlich zu. Aber, wie gesagt, sie wurden noch nicht beobachtet. Erst seit den 1980er Jahren weiß man aus astrophysikalischen Beobachtungen, dass es schwarze Löcher tatsächlich gibt. Und zwar sind das quasi Sternleichen. Ja? Wenn ein Stern seinen ganzen Wasserstoffvorrat zu Helium fusioniert hat, weil das ist ja der Motor von Sternen, das sind Fusionsreaktoren. Da wird bei der Fusion von Wasserstoff Energie frei und diese Energie wird in Form von Strahlung rausgehauen. Deshalb leuchten Sterne. Ja? Das ist die Energiequelle der Sonne. Ja? Aber das geht natürlich nicht ewig. So ein Stern wie die Sonne ist gut dran, der ist nicht so groß, der hat eine sehr, sehr lange Lebensdauer. Wenn die Sonne 100-mal so groß wäre, wie sie ist, dann hätte sie nur eine Lebensdauer von 10 Millionen Jahren, dann wäre sie ausgebrannt. Aber die Sonne brennt sehr, sehr langsam, also es ist kein Strohfeuer, sondern eine sehr lange Quelle für Licht und Energie. Gott sei Dank, ne? Für uns hier auf der Erde ist das schon mal gut zu wissen, dass die Sonne noch viele Milliarden Jahre so leuchten wird, wie sie jetzt leuchtet. Aber irgendwann wird auch die Sonne, wie jeder andere Stern auch, seinen Wasserstoffvorrat verbrannt haben. Nicht verbrannt, fusioniert haben zu höheren Elementen. Und dann kollabiert die Sonne, weil die Strahlung hält dem Gravitationsdruck, der nach innen wirkt, die Sonne wiegt ja was, das will sie immer weiter zusammenziehen. Und wenn keine Strahlung mehr produziert wird, wird die Sonne implodieren, die wird einstürzen, in sich einstürzen, wird sich auf einen sehr kleinen Himmelskörper zurückziehen. Nur die Sonne wird nicht ein schwarzes Loch werden, aber ein sogenannter weißer Zwerg. Erst wenn die Sonne viermal so schwer wäre, wie sie ist, könnte sie sogar noch weiter zusammenstürzen und dann könnte sie zu einem schwarzen Loch werden. Und das haben Physiker eben, Astrophysiker entdeckt, dass Sterne so enden können. Das heißt, die stürzen dann in sich zusammen und alles, was da reinfällt, verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Und die Umgebung des schwarzen Loches macht sich dadurch bemerkbar, dass man da ein sehr starkes Gravitationsfeld hat. Das sieht man also an den Objekten, die so auf so ein schwarzes Loch zulaufen. Die fliegen in kreisförmigen, immer schnelleren, spiralförmigen Bahnen ins Innere des schwarzen Lochs. Und dabei wird nochmal Strahlung erzeugt. Ja? Und diese kann man dann wiederum beobachten. Also auf indirekten Wege hat man schwarze Löcher entdeckt. Es gibt sogar Doppelsternsysteme. Da ist eine Komponente ein schwarzes Loch und die andere Komponente ist ein normaler Stern. Und der normale Stern dreht sich um das schwarze Loch. Und man sieht, dass die Materie von dem Stern, der noch kein schwarzes Loch ist, so langsam aber sicher verschluckt wird von dem schwarzen Loch.
Ja, und mittlerweile ist das sogar so, wir wissen, in fast jedem Galaxienkern, also auch im Mittelpunkt unserer Milchstraße, in dem wir als Sonnensystem einmal alle 220 Millionen Jahre um das Zentrum der Galaxis kreisen, in diesem Zentrum der Galaxis sitzt auch ein gigantisch großes schwarzes Loch. Das ist mehr als ein Stern oder eine Sternleiche. Da sind schon ganz viele Sterne wohl reingeplumpst, weil das Ding, das Monster, hat eine Masse von ungefähr 4 Millionen Sonnenmassen. Und da gehört es auch nur zu den mittelmäßigen schwarzen Löchern, die wir mittlerweile schon kennen. Weil wir kennen jetzt viele Galaxienkerne, in denen sich richtige monströse schwarze Löcher befinden. Ja, und das brachte den Charon auf die Idee, vielleicht ist das Elektron sowas Ähnliches wie ein schwarzes Loch. Vielleicht verbiegt das Elektron die Raumzeit in seiner Umgebung auch und krümmt den Raum in seiner Umgebung. Weil das Elektron ist natürlich, hat nicht so eine große Masse wie ein schwarzes Loch, aber wenn es auf einem winzig, winzig kleinen Raumbereich komprimiert ist, dann reicht das ja, wenn da eine kleine Masse sitzt. Irgendwo muss dann der Raum sich mal anfangen zu krümmen. Er hat dieses Prinzip des schwarzen Lochs einfach mal übertragen auf das Elektron und ist dabei zu einem verblüffenden Ergebnis gekommen. Hier sehen Sie jetzt, wenn hier eine Energie ist, eine sehr stark komprimierte Energie, die kann den Raum in ihrer Umgebung krümmen, sodass sich quasi da so ein Stück Raum rausstülpt, ja, aus dem umgebenden Raum. Und das war seine Idee für das Elektron. Und daraus hat er eine Theorie entwickelt. Und dieses Modell des Elektrons nach der Charonschen Theorie ist ein achtdimensionales Modell. Die acht Dimensionen unseres normalen Raumes sind dann natürlich noch da. Die sollen hier durch diese Ebene dargestellt werden. Das sind also Länge, Breite, Höhe und Zeit. Ne? Vierdimensionales Raum-Zeit-Kontinuum, sagt man. Ja, das ist das, wo wir hier drin sind. Ein Raum und die Zeit verstreicht. Und dann gibt es irgendwo ein Elektron im Raum. Und hinter diesem Ort, wo das Elektron sich aufhält, stülpt sich diese innere Raumzeit des Elektrons. Das heißt, hinter jedem Elektron versteckt sich dahinter noch eine kleine Portion Raumzeit. Und in diese Raumzeit ist nicht leer, weil sie würde sich ja nicht krümmen, wenn da keine Energie wäre, ja, die zu einer Raumkrümmung führt. Weil in der Einsteinschen Theorie kann ja eine Masse den Raum krümmen. Und Masse und Energie sind äquivalent. Kennt ihr alle die Formel E gleich mc Quadrat, die stammt von Einstein, die besagt, dass Masse und Energie äquivalent sind. Das heißt, jede Energie krümmt den Raum. Und wenn die nur genügend groß ist, die Energie, dann kann sie eben zu so einer Struktur wie dem Elektron führen. Und diese Energie im Innern des Elektrons, ja, wie stellt man sich das vor in der Physik? Das sind Quanten. Und es sind Lichtquanten. Das ist ein sogenanntes Photonengas. So würde ein Physiker das ausdrücken. Das heißt, die Energie, die in dem Elektron eingestülpt ist, das ist eine elektromagnetische Energie, Photonen, Lichtteilchen. Und die wuseln da im Innern des Elektrons herum und bilden das Elektron. Aber nach außen hin sieht man nur die Eigenschaften, Ladung, Masse, Drehimpuls, Magnetfeld. Das, was man Elektron messen kann. Dahinter steckt also diese innere Energie in der inneren Raumzeit. Und dann hat Charon gesehen, Elektronen können ja was erleben. Was kann ein Elektron erleben? Es kann mit anderen Teilchen zum Beispiel zusammenstoßen. Oder es kann Lichtteilchen empfangen oder wieder abstrahlen. In der Tat ist jedes Licht, das wir sehen, egal ob von der Sonne, von einer künstlichen Lampe oder von sonst einem Gegenstand, das sind immer Elektronen, die Lichtteilchen abstrahlen. Also Elektronen sind die Quellen und die Senken elektromagnetischer Strahlung. Immer. Charon hat gezeigt, dass die innere Raumzeit eines Elektrons vibriert, pulsiert. Ja?
und dass dabei die Anordnung der Lichtteilchen im Innern des Elektrons zyklisch immer ihre Anordnung wiederholen. Quasi jede Anordnung der Lichtteilchen im Innern des Elektrons repräsentiert ein bestimmtes Ereignis im Leben eines Elektrons. Das Elektron hat quasi ein Gedächtnis. Wenn es mit einem anderen Teilchen zusammenstößt und die Teilchen wieder auseinanderfliegen, dann dokumentiert jedes Elektron diesen Zusammenstoß in seinem Inneren in Form einer bestimmten Anordnung der Photonen in seinem Innern. Das heißt, zu jedem Erlebnis gehört ein Lichtmuster im Innern des Elektrons. Und das ist jederzeit abrufbar. Das heißt quasi, ein Elektron hat ein Gedächtnis. Und damit, mit der Eigenschaft von Gedächtnis, trägt das Elektron die wesentlichen Eigenschaften von Bewusstsein. Denn die Voraussetzung für Bewusstsein ist, man muss sich an Dinge erinnern können. Wenn ich mir meiner selbst bewusst bin, dann kann ich auch all die Erfahrungen und Erlebnisse, die ich gemacht habe im Laufe meiner Existenz, reflektieren und daraus bestimmte Verhaltensweisen herleiten und so weiter. Und das kann ein Elektron auch. Es hat damit quasi elementares Bewusstsein und trägt damit zur evolutionären Entwicklung der Materie bei. Zum Beispiel, hier zeige ich nochmal die Struktur. Oben ist unsere äußere Raumzeit, ja, also unsere große Weltbühne, wo wir alle drin rumspielen, ja, in Raum und Zeit. Und hier ist so ein Elektron mit seiner inneren Raumzeit. Es hat einen kleinen Berührungspunkt mit der äußeren Raumzeit. Und über diesen Punkt ist es als Elektron messbar. Aber hinter dem Elektron ist eben, wie gesagt, seine innere Raumzeit. Und die ist mit Lichtteilchen gefüllt. Und jetzt kann ein Elektron zum Beispiel ein Lichtteilchen absorbieren. Das machen Elektronen sehr gerne in Atomen. Wenn man Atome mit Licht bestrahlt, dann können die Elektronen von einer inneren Umlaufbahn um den Atomkern auf eine höhere Umlaufbahn wechseln. Sie schlucken quasi die Energie des Photons, des Lichtteilchens und gehen auf einen höheren Energiezustand. Und nach einer kurzen Zeit springen sie wieder auf ein niedrigeres Umlaufbahn zurück und geben dabei die Energie auch wieder ab. Und bei jedem dieser Prozesse ändert sich die Anordnung der Lichtteilchen im Innern des Elektrons. Das heißt, die Erfahrung, dass jetzt eine bestimmte Information und Energie aufgenommen wird durch ein Lichtteilchen, wird im Innern des Elektrons abgespeichert. Das heißt, da ist eine Anordnung, die repräsentiert dann, aha, ich habe damals ein Photon aufgenommen, absorbiert. Und dieses Photon hat die und die Energiemenge mitgebracht. Und damit habe ich meine Bahn verändert. Im Atom und so weiter. Das alles kann das Elektron abspeichern. Na, so muss man sich das vorstellen. Im Innenraum des Elektrons wuselt eine große Menge von Lichtteilchen und die speichern alle Erfahrungen und Erinnerungen ab, die das Elektron jemals in seiner Existenz gemacht hat. Wir kennen aus der normalen Physik, dass sich Elektronen, weil sie ja gleiche elektrische Ladungen haben, abstoßen. Ja? Also wenn man zwei Elektronen nah zusammenbringen würde, dann würde eine elektrostatische Abstoßung wirken, weil gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, ungleichnamige Ladungen ziehen sich an. Und Charon hat diese Abstoßung sehr schön beschrieben. In der modernen Physik hat man einen Physiker einen Nobelpreis bekommen, für die Beschreibung der elektrostatischen Abstoßung durch virtuelle Photonen. Das geht auf den Physiker Richard Feynman zurück. Das war Ende der 40er Jahre. Und bis heute hat kein Physiker jemals ein virtuelles Photon beobachtet. Aber er hat dafür einen Nobelpreis bekommen. Nach Charon können wir diese virtuellen Photonen auch gar nicht beobachten, weil die befinden sich nicht in unserer Raumzeit. Ja? Die befinden sich eben im Innern der Elektronen und tauschen
Impuls und Spin zwischen den inneren Photonen im Innern eines anderen Elektrons ab. Und dadurch wird diese Abstoßungskraft vermittelt. Ja? Also er hat diesen Wechselwirkungsprozess der elektrostatischen Abstoßung etwas genauer unter die Lupe genommen. Es gibt natürlich auch die elektrostatische Anziehung. Das Elektron hat ja auch ein Schwesterteilchen, das ist das Positron. Das ist auch, hat auch so eine ähnliche Struktur wie das Elektron, nur dass es nicht mit Lichtteilchen gefüllt ist, sondern mit Antilichtteilchen. Und das passiert deshalb, das Positron hat eine elektrisch positive Ladung, das Elektron eine elektrisch negative Ladung, ungleichnamige Ladung, ziehen sich an. Und Charon hat bei seinen weiteren Rechnungen herausgefunden, aha, Elektronen und Positronen können Quarks bilden. Und die Quarks, das wissen wir aus der Standardphysik, bilden Protonen und Neutronen. Das heißt, Positronen finden wir nur im Atomkern, weil da gibt es Protonen und Neutronen. Und damit hat er eigentlich die ganze Strukturkette der Materie entschlüsselt. Also ein Positron, ein Elektron und ein Positron können zum Beispiel ein Antiquark mit einer Gesamtladung von minus 2/3 bilden. Das war sehr verblüffend. In der Physik hat man herausgefunden, die Quarks haben eben keine ganzzahlige elektrische Ladung, sondern so gedrittelte Ladung. Und das hat er mit seinem Elektronenmodell alles beschrieben. Aber jetzt der Physik genug. Jetzt wollen wir mal kurz, bevor ich auf die Biologie eingehe, die dahinter steckt, das mal so ein bisschen ausführen, welche Konsequenzen das für uns hat. Wir bestehen ja alle aus Elektronen. Jeder von uns ist eine Elektronengemeinschaft, eine kollektive Gemeinschaft von Elektronen. Wobei die Summe der Elektronen übersteigt die Bevölkerung auf dem Planeten bei Weitem. Ja? Also es sind nicht Milliarden, es sind Billiarden mal Billiarden Elektronen. Was passiert denn, wenn wir eine Wahrnehmung machen? Wenn ich sie anschaue, ja, dann fallen Photonen in mein Auge, werden auf der Netzhaut in einen elektrischen Impuls umgewandelt und durch die Nervenbahn wird das ins Innere meines Gehirns gelenkt, in irgendwelche Zellen. Und da entsteht sowas wie ein Hologramm, ja, also eine Abbildung dessen, was ich hier gerade sehe. Wenn ich die Augen schließe, habe ich das Bild immer noch vor mir. Ja, ich könnte auch ohne weiteres mich erinnern, was ich heute Morgen gefrühstückt habe. Machen wir mal ein kurzes Experiment. Schließen Sie mal alle die Augen. Erinnern Sie sich mal, was Sie heute Morgen gefrühstückt haben. Jeder weiß das. Ne? Der eine hat vielleicht ein Müsli gegessen, der andere hat ein Brötchen, ja, mit Käse oder Marmelade gegessen oder ein Ei gefrühstückt. Ja? Jeder weiß das. Und Sie können mir auch ohne weiteres sagen, wo Sie letztes Jahr in Urlaub waren. Und auch wenn das 20 oder 30 Jahre her ist, können Sie sich heute noch an den blöden Physiklehrer erinnern, der Sie so genervt hat mit seinen Formeln und seinen Rechnungen. Ja? An all diese Dinge können wir uns erinnern. Warum können wir uns erinnern? Ja, weil die Gesamtinformation in unseren Elektronen abgespeichert ist und die Elektronen zum Teil natürlich diese Information redundant abgespeichert haben. Das heißt, nicht jede Erinnerung sitzt nur auf einem Elektron, sondern jede Erinnerung ist auf Millionen mal Millionen Elektronen verteilt. Und das ist schier unendlich, ja, die Information, die wir in uns aufnehmen und speichern können. Im Prinzip können wir uns an jede Sekunde unseres Daseins erinnern. Ja, das erfordert dann nur bestimmtes Training und Schulung, dass man jetzt sich an einen ganz bestimmten Tag, an eine ganz bestimmte Stunde, an ein ganz bestimmtes Ereignis erinnert. Meistens behalten wir nur so ganz bestimmte Highlights, ja, im Positiven oder Negativen in Erinnerung, also besonders schöne oder besonders blöde Erlebnisse, die speichern wir gut ab, die erinnern wir ein Leben lang. Und den Rest, den vergessen wir. Ne? Der sickert ins Unterbewusstsein. Das heißt aber nicht, dass das weg ist.
Das ist nur vielleicht nicht zugänglich, ja. Das ist so wie beim Computer. Auf jedem Computer gibt es eine Festplatte, ja. Da ist die gesamte Information des Computers drauf gespeichert. Aber jetzt gibt es ja noch diese USB-Sticks, ne. Da sind ja auch nochmal gigantische Mengen von Informationen drauf, ja. Ja, entweder ist der Stick eingeloggt in dem System, dann kann ich auf diese Daten zugreifen. Oder wenn der gerade keine Verbindung hat zum Gesamtsystem, dann kann man auf die Information nicht zugreifen, die auf dem Stick gespeichert ist. Aber der Stick ist ja immer noch da. Und die Information ist ja vielleicht noch nicht gelöscht. Die ist nur nicht vernetzt. Und so ähnlich müssen wir uns das mit unserem Unterbewusstsein vorstellen. Und Erinnerung wird ja nicht nur in unserem Gehirn abgespeichert, sondern im Prinzip in jeder Zelle, in jedem Körperteil. Auch unser kleiner Finger hat Erinnerung an irgendwas, was mal in der Vergangenheit war. Ja? Das weiß die moderne Medizin mittlerweile auch. Ja? Die Lehre von den psychosomatischen, also die Erkrankungen, die psychosomatisch bedingt sind. Dass bestimmte Traumata, physische oder psychische Deformationen oder starke Eindrücke, die auf uns eingewirkt haben, dass die unser System durcheinander bringen können. Und das passiert erst latent im Verborgenen. Das kann jahrzehntelang schlummern und irgendwann entsteht daraus eine ernsthafte Erkrankung. Das Geheimnis der Erlösung ist die Erinnerung. Das ist so ein altes jüdisches Sprichwort, aber das trifft natürlich auch auf uns Menschen zu, weil viele Therapieformen setzen da an und sagen, ja, der Mensch muss sich nur an sein Trauma erinnern und das nochmal durchleben und das emotional zugänglich machen, dann kann er die Auswirkungen dieser Störung auch wieder aus seinem System beseitigen. Und da bietet sich diese Theorie natürlich auch an, aber noch viel mehr. Die Elektronen sind natürlich die Generatoren der ganzen Evolution. Schauen wir uns mal dieses Bild jetzt hier an. Das ist der Querschnitt durch eine Zelle. Das kann eine menschliche, eine tierische oder eine pflanzliche Zelle sein. Die sind alle sehr ähnlich aufgebaut. Ja? Jede Zelle hat erstmal so eine Außenhülle, so eine Schutzhülle. Zellmembran, darin schwimmt in einem Plasma, in dem sogenannten Zytoplasma, schwimmen die ganzen Organellen rum. Und im Innern, ganz im Kern der Zelle, befindet sich hier so ein Knäuel, ein Wollknäuel. Und das im Ausschnitt sieht das so aus, ne? Die DNA sitzt da, also unsere genetische Information, der gesamte genetische Bauplan eines Lebewesens. Jedes Lebewesen hat in jeder seiner Zellen die identische DNA. Und in jeder DNA, wenn man die auseinanderzieht, in jeder Zelle, dann ist das eine Länge von 2 Metern. Wenn man das als Buch schreiben würde, was da an Information drin ist, das sind 20.000 Bücher mit je 200 Seiten Text. Nicht eben da mal eine Abbildung, da mal eine Abbildung und dann ein bisschen Text. Nur Text. 200 Seiten mal 20.000 in jeder unserer Zellen. In jeder Zelle steckt eine gigantische Bibliothek. Das ist unvorstellbar. Ja? Und trotzdem ist es relativ grobstofflich, weil wenn man sich mal nur hier, jede Brücke ist ja ein Buchstabe. Ne? Es gibt nur insgesamt 4 Buchstaben in dem DNA-Alphabet. Aber das macht eben auf die Länge dieser DNA so und so viel Text. Und wir sehen, wie der Text auch gebaut wird. Der wird durch Atome und Moleküle dargestellt. Und die wiederum bestehen natürlich aus Elektronen. Nur ist das schon das Einzige, was die DNA macht. Das ist es noch nicht. Mittlerweile wissen wir aus der Biophysik, jede DNA ist eine ideale Antenne. Sie kennen von so Kofferradios oder kleinen tragbaren Fernsehern entweder so Stabantennen oder so ringförmige Antennen. Ja? Entweder so oder entweder so ein Stab. Und wenn keins von beiden da ist, dann können Sie auch kein Programm empfangen.
Oder kein Programm kann man senden, wenn man nicht so eine Art von Antenne hat. Das braucht es einfach, weil die Elektronen tanzen in solchen Antennen hin und her. Und dabei erzeugen sie elektromagnetische Felder, strahlen also Photonen ab. Und dadurch werden Informationen übertragen. Das haben wir uns in der Technik schon lange zunutze gemacht. Ne? Das haben wir gelernt in der Elektrotechnik, in der Nachrichtentechnik. Und die DNA ist die ideale Kombination einer Stab- und einer Ringantenne, weil sie ist so spiralförmig. Ja? Da können sowohl magnetische Felder als auch elektrische Felder abgestrahlt werden. Die Elektronen können also die Bewegungen vollziehen, die für die Abstrahlung elektromagnetischer Felder nötig sind oder die für den Empfang elektromagnetischer Felder nötig sind. In der Tat empfängt die DNA von außen Licht und verteilt dieses Licht im Innern der Zellen. Das heißt, der gesamte Stoffwechsel im Innern einer Zelle wird auch durch die elektromagnetischen Felder, die die Elektronen in der DNA abstrahlen, gesteuert. Wir sehen hier zum Beispiel solche Poren, ja, in der Zellwand. Ja. Die können sich öffnen und schließen. Die öffnen sich, um zum Beispiel irgendein Stoffwechselelement einzuführen, Zucker, Fette oder irgendwas, was die Zelle braucht. Aber sie öffnen sich auch, damit die Zelle irgendwas ausscheiden kann, was sie nicht mehr braucht. Und das wird alles elektromagnetisch gesteuert. Das haben wir in der Biophysik und Biochemie schon sehr genau herausgefunden, wie das funktioniert. Ohne diese Strahlung, die dahinter steckt, wird das nicht funktionieren, wäre die Zelle nicht lebensfähig. Wir brauchen diese Informationspolitik der Elektronen, ja, damit die Zelle funktioniert. Das ist nicht einfach willkürlich zusammengeschusterte Materie, sondern das vollzieht sich alles nach Gesetzmäßigkeiten. Das sind letztendlich Wechselwirkungsprozesse zwischen den Elementarteilchen in unseren Atomen, zwischen den Elektronen. Und die Elektronen sind sehr präsent in den Atomen. Sie bilden quasi die gesamte Oberfläche des Atoms. Im Atomkern haben sie nur die Masse, ja, Protonen und Neutronen. Aber außen drumherum, die Elektronen, die machen die ganzen Verbindungen mit anderen chemischen Elementen und die Kommunikation und die komplexen Bausteine der biologischen Materie. Ja, vielleicht noch ein bisschen philosophischer Gedanke. Was passiert, wenn ein Mensch stirbt? Ist dann sein ganzes Bewusstsein weg? Nach althergebrachten Paradigma ist er dann Ende Gelände. Ne? Der Körper zerfällt, ergo hört das Bewusstsein auf und es bleibt nichts zurück als tote Materie, die sich vielleicht wieder zu einem anderen Lebewesen zusammenformt. Aber nach dem, was wir jetzt von den Elektronen gelernt haben, wäre das ja geradezu verschwenderisch, wenn die Elektronen ein bestehendes System völlig über Bord werfen und aus dem, was sie gelernt und erfahren haben, nicht weitere Lernschritte vollziehen würden. Deshalb müssen wir auch davon ausgehen, dass die Information, die ein Lebewesen in sich trägt, in Form von Bewusstsein, Persönlichkeitskern, dass das den physischen Tod eines Menschen überdauert. Man kann auch die Beobachtung machen, und die wurde auch schon gemacht, dass das Gewicht eines Menschen spontan im Moment des Todes abnimmt. Irgendwas muss ja da weggehen. Das kann ja nicht sein, ne? Weil sonst ein geschlossenes System, da müsste ja die Masse erhalten bleiben. Also offensichtlich ist es so, wenn wir mal unseren Körper verlassen und sterben, dann geht ein Teil von uns weg. Und das habe ich Essenzelektronen genannt. Ja? Und wo könnte man sich vorstellen, wo diese Essenzelektronen wohnen? Die werden dort sein, wo der stärkste Informationsaustausch stattfindet. Nämlich in den Bereichen unseres Körpergewebes, wo die meisten Informationen ausgetauscht werden.
Das sind natürlich die Zellen und Organe des zentralen Nervensystems. Also unser Bewusstsein ist im Gehirn und in den ganzen Nervenbahnen verankert. Und wenn wir da, wenn da die Essenzelektronen gewohnt haben, weil das sind ja die Gewebe, die auch am dauerhaftesten unverändert bleiben im Laufe unseres Lebens. Wir wissen ja, wenn wir auf der Haut eine Verletzung haben, einen Kratzer, ne, der ist nach ein paar Tagen weg. Selbstheilungskräfte. Aber wenn bei einem Menschen das Rückenmark durchtrennt wird, das wächst sehr schwer wieder zusammen. Also das ist Gewebe, das sich nur sehr wenig verändert. Und deshalb kann man davon ausgehen, die Essenzelektronen transportieren auch das Bewusstsein eines Menschen über seinen physischen Tod hinaus. Und wir haben ja genügend philosophische Weltmodelle oder auch Vorstellungen, dass es sowas wie Reinkarnation gibt oder dass sich eben Bewusstsein auch weiterentwickelt, ja. Also, dass man wiedergeboren werden kann. Ja, da muss man sich vorstellen, da geht eine Seele raus und dann organisiert sie einen neuen Körper und setzt ihre Evolution, ihre persönliche Evolution in einem anderen physischen Körper fort. Aber mit dem Bewusstsein, das es mitgebracht hat. Das ist jedenfalls effizienter und ökonomischer aus Sicht der Elektronen, als ständig beim Einzeller anzufangen. Ja, also irgendwann muss man mal in höhere Schulen kommen. Ne? Und die physische Lebensdauer eines Menschen ist zu klein, als dass er darin all die Erfahrungen und Erkenntnisse, die im Innewohnen gemacht haben könnte. Ne? Und auch die moderne Nahtodforschung legt es nahe. Wir brauchen ein Modell, das Bewusstsein auch entkoppelt vom physischen Körper. Denn auch die moderne Schulmedizin hat bereits Erkenntnisse gewonnen, die in die Richtung weisen. Ich erinnere an den Kardiologen Pim van Lommel, ein holländischer Kardiologe, der hat eine groß angelegte Studie gemacht von Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten. Also die so ein Erlebnis am Rande des Todes hatten, aber wiedergekommen sind. Und diese Fälle sind natürlich sehr häufig, weil die moderne Medizin es gelernt hat, Menschen aus diesem Randbereich zwischen Leben und Tod wieder zurückzuholen. Früher sind Menschen einfach gestorben und konnten nicht mehr berichten, was sie dann erlebt haben, weil sie eben nicht mehr wiedergekommen sind. Aber durch die klinische Medizin ist das fast gang und gäbe, dass Menschen aus diesem todesnahen Bereich wieder zurückgeholt werden. Und was die dann berichten, ist außerordentlich verblüffend. Ja? Die sehen sich zum Beispiel schweben über ihrem Operationstisch oder über ihrem Bett. Ja, und sie sehen, da sind Leute am Machen um sie rum, ne? Und versuchen, sie da wieder irgendwo hinzuholen. Aber sie erleben sich außerhalb ihres Körpers. Ja? Also das Bewusstsein ist nicht auf den Körper beschränkt. Der Mensch hat auch die Fähigkeit, mit seinem Bewusstsein aus dem Körper herauszugehen und in den Körper wieder hineinzugehen. Sofern der Körper noch physiologisch funktionsfähig bleibt. Sonst wird das natürlich mehr und mehr schwierig. Die alten Ägypter haben versucht, dieses Dilemma natürlich durch die Mumifizierung zu überwinden. Ja? Da herrschte dann die Vorstellung vor, ja, der Verstorbene, wenn er dann mumifiziert ist, kann wieder in seinen Körper zurückkehren, um sich da wieder vielleicht mit vitaler Energie aufzuladen. Und deshalb hat man ihm auch da Getränke und Essen hingestellt. Also so die Ahnung, dass das irgendwie weitergeht nach dem physischen Tod, die gibt es ja auch schon in ganz alten Kulturen. Und heute die moderne Medizin geradezu lädt uns dazu ein, solche Modelle zu entwickeln, weil anders kann man ja diese Dinge nicht erklären. Und die alte Regel, dass wenn der Mensch keine Gehirnströme mehr zeigt, wenn er das EEG flat bleibt, dass dann der physische Tod eingetreten ist, die ist auch widerlegt. Ja? Es gab auch schon Nahtodfälle von Menschen, da waren keine Gehirnströme mehr messbar
und die sind trotzdem wieder zurückgekommen. Und zu vollem Bewusstsein haben sie zurückerlangt im physischen Körper. Ja, also das sind Grenzbereiche, in die wir mehr und mehr vorstoßen und die auch von der offiziellen Mainstream-Wissenschaft nicht mehr weggeleugnet werden können. Ja. Ja, das sind eigentlich alles schon Konsequenzen, die man aus der Charonschen Theorie ziehen kann, aber das ist natürlich noch lange nicht alles. Und jetzt komme ich eigentlich erst zu meinem Urwort. Ich zeige nur mal hier, das ist jetzt aus meiner moderneren Arbeit, man kann natürlich auch messen, wie vital ein Mensch ist. Man kann also messen, wie viel freie Elektronen in seinem Körper, in seinen Zellen herumflitzen können. Und das kann man grafisch dann umsetzen in organische Sachen. Und heute gibt es da sehr moderne, digitale, bildgebende Verfahren. Hier sieht man Menschen nah am Burnout. Wenn der sich dann wieder energetisch aufbaut, lädt sich das System wieder auf, bis die volle Strahlkraft wieder erreicht ist. Ja. Ärzte nutzen das für Therapiekontrollen vor und nach einer Behandlung. Das kann man wunderbar heute nachvollziehen. Das ist nur so ein kurzer Hinweis auf meine aktuellen Arbeiten. Jetzt komme ich zum zweiten Teil meines Vortrags. Da beginne ich mit dem Zitat eines berühmten Kollegen, Werner Heisenberg. Der sagte einmal, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaften macht atheistisch. Ja, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Ja, das heißt, je mehr wir eintauchen in die Erkenntnisse der Naturwissenschaft, umso mehr werden wir letztendlich zu der Überzeugung kommen, dass dahinter ein größeres Bewusstsein steht, was das Ganze lenkt und steuert. Ja, und auch die Ausführungen meines Vorredners, da kann ich natürlich gerne da anknüpfen, ne? Da gibt es Pläne, da gibt es Baupläne, nach denen ist das ganze Universum aufgebaut. Diese Pläne sind universell, so wie die heilige Geometrie und so wie der Modellbaukasten der modernen Elementarteilchenphysik. Ja? Das sind universelle Prinzipien, die da wirksam sind. Und jetzt zeige ich ein Experiment, das ist möglicherweise das dramatischste Experiment, das zum Ende des letzten Jahrhunderts gemacht worden ist. Das geht um Quantenverschränkung. Ich lasse das jetzt einfach mal abspulen, das letzte Bild, dann kann man die Messanordnung, glaube ich, ganz gut erkennen. Ich werde sie dann gleich erläutern. Also, wir haben hier eine Strahlenquelle. Da geht ein Lichtstrahl raus. Und der spaltet sich auf in zwei Teilstrahlen. Der eine Strahl geht nach da und der andere Strahl geht nach da. Und nach einer gewissen Laufstrecke treffen die beiden Teilstrahlen jeweils auf einen Detektor, ja, wo etwas mit dem Strahl gemacht wird. Wenn man jetzt an dem Detektor die Schwingungsrichtung des Lichtstrahls verändert, die Physiker sagt, die Polarisationsebene wird verändert, das kann man machen, dann ändert sich die Polarisation dieses Teilstrahls simultan und zwar ohne Laufzeit. Das widerspricht der modernen Physik, weil wir wissen, es gibt kein Signal, dass es sich in der äußeren Raumzeit schneller als Licht ausbreitet. Kann eigentlich nicht sein. Der einzige Ausweg aus diesem Erklärungsdilemma ist anzunehmen, dass Licht etwas ist, was nicht nur auf die vier Dimensionen von Raum und Zeit beschränkt ist, sondern offensichtlich gibt es da noch andere Dimensionen, wo das Licht drüber läuft. Ja? Das heißt, dieses Experiment ist ein ganz starker Hinweis auf die Existenz eines Hyperraums, eines dimensionellen Überraums, in den unsere vierdimensionale Raumzeit nur eingebettet ist. Und das sprengt natürlich unser normales Weltbild. Das heißt, hier bietet die Physik jetzt an, durch ein Experiment, das allgemein akzeptiert wird in der Welt, dass es weitere Dimensionen geben muss. Weil sonst könnte man dieses Experiment nicht vernünftig ausdeuten. Weil es ist überall auf der Welt wiederholt worden. Und man hat festgestellt,
diese Gleichzeitigkeit der Veränderung beider Strahlen, das geht mit quasi 10.000-facher Lichtgeschwindigkeit, ja? Was ein Unding ist, weil die Information wird tatsächlich nicht über die Dimension des Raumes vermittelt, sondern über irgendwelche anderen Dimensionen. Und an der Stelle betreten wir jetzt die Welt des Hyperraums. Und jetzt komme ich zu dem 12-dimensionalen Weltbild von Burkhard Heim. Bei Jean-Émile Charron haben wir schon mal gelernt, hinter der Materie steckt noch eine innere Raumzeit. Ne? Unsere Welt besteht zwar aus äußeren Raumzeiten und aus inneren Raumzeiten. Die inneren Raumzeiten sind gleichzeitig die Welten unseres Bewusstseins. Das heißt, da speichern wir quasi auch unsere Informationen ab. Ja? Die Mainstream-Medizin, der ist es nicht gelungen, ein Gedächtnismolekül oder sowas zu entdecken. Ja? Es gibt also keine chemischen Strukturen, an die Bewusstsein oder Bewusstseinsinformation geknüpft wäre. Das Bewusstsein ist quasi eine Eigenschaft der Materie selbst, weil die Materie multidimensional ist. Burkhard Heim hat herausgefunden, dass der Hyperraum existiert. Er hat das rein rechnerisch herausgefunden, was wir gerade am Experiment gesehen haben, das ist das sogenannte EPR-Paradoxon. Und aus einer Resonanzbedingung kann ich das auch aus der Charonschen Theorie herleiten. Das habe ich Ende der 90er Jahre mal gemacht. Und Einstein nannte das, was wir gerade im Experiment gesehen haben, das wurde schon in den 1920er Jahren diskutiert und war unter dem Namen der spukhaften Fernwirkung, ist das in die Annalen der Physik eingegangen. Die Bezeichnung stammt von Einstein selbst. Spukhafte Fernwirkung, dass also zwei Quantensysteme, die miteinander verschränkt sind, ohne Laufzeit miteinander reagieren können. Da ist also der Hinweis auf die Existenz des Hyperraums. Nun, Heim zeigte in seinem Dimensionsgesetz, dass der Hyperraum vierdimensional sein muss. Also das ist jetzt interessant, weil Hyperraum, ja, unsere normalen Räume, ja, in denen wir uns aufhalten, auch der Weltraum, ja, also die Ausdehnung dessen hier ins beliebig Große, ist dreidimensional. Wir haben drei Dimensionen für den Raum und eine Dimension für die Zeit. Und jetzt kommt hier ein Raum, der ist vierdimensional. Da gibt es keine Zeit im Hyperraum. Da gibt es nur sowas wie die Ewigkeit. Ja? Und von diesem Hyperraum, das hat Charon auch gezeigt, kann man quasi in jeden Bereich unserer äußeren Raumzeit hineingucken. Sowohl was war, was ist oder was auch sein wird. Alles ist mit allem im Hyperraum verbunden. Und Heim hat herausgefunden, der Hyperraum ist hochsymmetrisch. Was bedeutet das? Ein symmetrischer Raum. Die größte Form der Symmetrie ist die Punktsymmetrie. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Struktur an einem Punkt symmetrisch spiegel, ist das eine Symmetrie. Also die nächste Form der Symmetrie wäre, wenn ich an einer Geraden etwas spiegel. Ne? Das habt ihr alles mal in der Geometrie gemacht. Das wäre auch eine Form von Symmetrie. Die reicht aber nicht an die Punktsymmetrie heran. So sieht das Weltmodell, das Burkhard Heim entwickelt hat, schematisch aus. Er nannte den Hyperraum, der vierdimensional ist, G4. Das geht auf einen Scherz mit Physikern, Kollegen vom Hamburger DAISY zurück. Die nannten das Gott allein bekannt. Ja? Also mathematisch ist es Heim nicht gelungen, tiefer einzutauchen in den Hyperraum. Das war ihm nicht mehr vergönnt. Ja? Also er ist Ende des letzten Jahrhunderts vor seinem Tod schwer erkrankt und konnte seine Arbeit auf dem Gebiet auch nicht mehr fortsetzen.
Ja, was sehen wir hier noch? Hier sind die vier Dimensionen unserer äußeren Raumzeit. Also das nannte er R4. Das ist quasi das, was die meisten Menschen als Realität bezeichnen. Dieser kleine Ausschnitt der Wirklichkeit. Raum, drei Dimensionen für den Raum und eine Dimension für die Zeit macht vier Dimensionen, R4. Und der J4, ich habe das so genannt, mal jenseits, das sind die inneren Dimensionen der Teilchen, über die ich vorhin gesprochen habe. Also das, was sich im Inneren eines Elektrons abspielt. Und das ist miteinander verschränkt. Quasi die Teilchen, die Materie ist quasi die Schnittstelle zwischen äußerer Raumzeit und innerer Raumzeit. Das heißt, die Materie hat zwei Seiten, wie eine Medaille. Auf der einen Seite der Medaille haben wir die äußere Raumzeit, auf der anderen Seite der Medaille haben wir die innere Raumzeit. Und ums Ganze drumherum, um diese Münze, um diese achtdimensionale Münze herum, gibt es noch den Hyperraum. Ja? Und da ist natürlich, das kann man natürlich wunderbar auch in theologische Konzepte überführen. Also das wäre eine Physik auch, um spirituelle Weltmodelle zu integrieren. Wobei die Physik kann wahrscheinlich wesentlich allgemeinere und komplexere Gebiete aufzeigen als jede Religion, die jemals auf dieser Erde von den Menschen entwickelt wurde. Jetzt muss ich mal kurz einen kleinen Schluck nehmen. Und da habe ich angeknüpft, und zwar, wie sieht jetzt dieser Hyperraum genau aus? Wie bildet er sich? Dazu habe ich meine Urworttheorie entwickelt, und daraus ist die sogenannte Urwortmatrix entstanden. Das ist ein Schema von griechischen Buchstaben, und jeder dieser Buchstaben steht für einen bestimmten Wechselwirkungsprozess. Ich werde die jetzt mal erläutern. Diese Matrix zeigt, wie die Strukturen im Hyperraum mit den anderen Strukturen verknüpft sind, die außerhalb des Hyperraums existieren. Also wir gehen ja aus von der Welt, in der wir sind, das ist diese äußere Raumzeit, die wäre quasi durch dieses Symbol repräsentiert, weil in Wirklichkeit ist unsere äußere Raumzeit eine Abspaltung, ein Ableger aus dem Hyperraum. Das erkläre ich gleich, wie der entstanden ist. Fangen wir erstmal an, den Hyperraum zu verstehen. Da der Hyperraum punktförmig ist, gibt es da eine Quelle, aus der alles hervorgeht und emaniert, was in Existenz getreten ist. Also der Hyperraum ist nicht ad hoc entstanden oder aus sich selbst heraus entstanden. Er ist aus einem Ort hervorgegangen. Und zwar geht es da um das Problem der Raumquantisierung. In der normalen Physik oder auch allgemein nehmen Menschen an, Raum existiert einfach so. Der war schon immer da. Aber das ist natürlich Unsinn. Selbst in der Astrophysik gehen wir mittlerweile davon aus, dass unser Universum auch nicht immer da gewesen ist, sondern dass das irgendwann mal entstanden ist. Ja? Es gibt ja die moderne Theorie des Urknalls, ja? Obwohl die schon längst überholt ist. Ich mache mal nur kurz eine Anleihe daran. Bei der Theorie geht man davon aus, dass das Universum, in dem wir leben, vor etwa 13 Millionen Jahren angefangen hat, sich auszudehnen. Aus einem winzig, winzig kleinen Teilbereich heraus ist es quasi immer weiter expandiert, so wie eine Explosion. Ja? Und trotzdem, da wird einfach angenommen, der Raum, der entsteht einfach, ohne dass es dazu irgendeiner physikalischen Quantisierung bedarf. Und das hat uns natürlich nicht genügt, weder mir noch dem Burkhard Heim. Burkhard Heim war der Erste, der angefangen hat, die Quantisierung des Raumes vorzunehmen. Und zwar hat er sich vorgestellt, man kann den Raum aus kleinen Flächenelementen, sogenannten Metronen, zusammenbasteln.
Ja, wenn man beliebig viele dieser Elemente zusammenbastelt, dann entstehen sowas wie raumartige Strukturen. Ich bin da noch ein bisschen weiter gegangen, mir haben Flächenelemente auch noch nicht gereicht. Ich bin von eindimensionalen Streckenelementen ausgegangen und habe mir gedacht, okay, wenn der Hyperraum vierdimensional ist, dann müssen vier verschiedene Dimensionen von Streckenelementen entstanden sein oder entstehen ständig, weil es im Mittelpunkt des Hyperraums eine Quelle gibt, eine Punktquelle, aus der der Raum hervorgeht. Das heißt, der Hyperraum expandiert ständig, so wie auch unser Raum, aber unser Raum ist erst später in Existenz getreten. Das heißt, das Symbol hier, dieses Lambda Theta, das steht bei mir in meiner Theorie für diese Punktquelle, die nenne ich Eli. Ja? Und Eli verströmt in die vier Dimensionen des Hyperraums sogenannte Eta-Teilchen. Das sind Streckenelemente, durch die Raum aufgespannt wird. Wenn man jetzt drei Dimensionen von Eta-Teilchen hätte, könnte man normale Räume aufspannen, so wie wir die kennen. Ja? Wir sind ja in dreidimensionalen Räumen. Aber hier, der Hyperraum ist ja vierdimensional. Also die stehen nicht etwa gegeneinander, sondern jeder steht mit jedem senkrecht. Ja? Das können wir uns als Menschen schwer vorstellen. Wir kriegen höchstens drei Dimensionen unter, wenn wir die alle senkrecht aufeinander stehen lassen wollen. Aber vier Dimensionen haben wir schon Probleme. Dafür braucht man eine andere Geometrie, eine andere Mathematik. Das ist aber kein Problem. Für einen Mathematiker ist das einfach nur eine Form der Schreibweise und dann kann man das machen. Ja, also aus dieser Abstrahlung Elis wird der Raum, der Hyperraum aufgespannt. Und sobald Raum in Erscheinung tritt, entstehen auch elektrische und magnetische Felder. Es sind diese Phis und diese Chis. Ja, also wenn immer zwei Streckenelemente senkrecht zusammentreffen, entsteht entweder ein Chi oder ein Phi und die bilden zusammen quasi elektromagnetische Felder. Das hat die Astrophysik schon längst entdeckt. Ja. Man hat Ende der 1940er Jahre die sogenannte Hintergrundstrahlung entdeckt. Quasi egal, wo wir mit dem Fernrohr hinschauen oder mit dem Radioteleskop, finden wir eine bestimmte Form von Strahlung. Ja? Die ist als sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung bekannt und wir wissen heute auch, dass die sehr homogen ist und isotrop. Das heißt, die sind in allen Richtungen gleich stark. Egal in welche Richtung wir schauen und egal, ob da Sterne sind oder keine Sterne sind. Überall ist diese Hintergrundstrahlung. Das heißt, Raum und Strahlung hängen zusammen, wie die Henne und das Ei. Und keiner weiß, was zuerst da war. Also wenn Raum entsteht, entsteht auch gleichzeitig Strahlung. Und dieser innere Teil der Matrix, das ist quasi die Geometrie des Hyperraums. Und jetzt blätter ich wieder ein paar Folien zurück und zeig mal, wie jetzt unsere Raumzeit aus der Sicht des Hyperraums entstanden ist. Also ich betrachte jetzt nur eine Achse der Eta-Teilchen von Eli ausgehend. Eta-Teilchen sind sogenannte Fermionen. Das sind Teilchen, die haben Platzbedarf. Ich kann nicht beliebig viele Eta-Teilchen auf einen Raumbereich stapeln, ja? Sondern Fermionen brauchen immer Platz. Deshalb müssen die sich aufspalten, weil die sich abstoßen. Die haben einfach Platzbedarf. Und nach mehreren Abspaltungsprozessen entsteht eine Verwirbelung. Ja, das sieht man hier. Also so ein Eta-Teilchen muss sich aufspalten in mehrere andere und dabei entsteht ein Wirbel. So wie wenn ich eine Zigarette rauche und so Ringe mache, also da entstehen Ringe, Verwirbelungen. Deshalb nenne ich diese Wirbel Theta-Wirbel. Ja? Links von dem Theta-Wirbel bin ich noch im Hyperraum. Und jenseits des Theta-Wirbels bin ich in irgendeiner Raumzeit. Deshalb
hier wird eine der vier Dimensionen des Hyperraums verwirbelt. Es bleiben nur noch drei Raumdimensionen übrig und eine Dimension für die Zeit. Deshalb gibt es in unserem Universum Raum und Zeit. Und im Hyperraum gibt es nur Raum. Gibt es nur Ewigkeit. Dazu habe ich eine kleine Simulation, nur um das mal so ein bisschen bildhaft darzustellen. Ja? Also diese Ätherteilchen fliegen hier lang und dann werden sie hier verwirbelt und spannen dann hier eine Raumzeit auf. Das heißt, das Modell für unseren Weltraum würde nach der Urtheorie so aussehen. Ätherteilchen werden verwirbelt und spannen hinter dem Wirbel eine vierdimensionale Raumzeit auf. Dies einmal mit Strahlung erfüllt und der Raum wird ständig größer. Das ist das, was wir in der Astrophysik beobachten. Ja? Unser Raum dehnt sich aus. Nur, im Gegensatz zur Urknalltheorie hat diese Theorie einen Nachteil nicht, nämlich die Urknalltheorie, so wie sie gestaltet ist, muss ja davon ausgehen, dass die Expansion weniger wird, wie bei einer Explosion. Erst eine sehr rasche Expansion, die dann langsam abklingt. Was wir beobachten im Universum, ist aber das Gegenteil. Die Zunahme des Universums beschleunigt sich. Ja? Die Urknalltheorie geht auch davon aus, dass von Anfang an eine bestimmte Menge an Materie in unserem Universum vorhanden war. In der Urwort-Theorie ist das nicht so. Da gehe ich davon aus, dass der Raum nicht nur größer wird, sondern dass auch ständig mehr und mehr Materie in den Raum einströmt bzw. generiert wird. Weil die Ätherteilchen können sich auch verdichten zu Elementarteilchen. Also dann in der Folge Atome, Moleküle und größere Strukturen bilden. Das Charon'sche Elektronenmodell, das kommt da auch ganz gut raus. Dabei handelt es sich auch um eine Verwirbelung, aber die ist oszillativ. Das heißt, das ist eine Pulsation. Das ist genau das, was aus der Charon'schen Theorie auch hervorgegangen ist. Im Innenraum der Elektronen befindet sich eine bestimmte Menge Energie und die pulsiert. Die steht in einer ständigen Vibration mit der äußeren Raumzeit. Also könnte man diesen Theta-Wirbel so Raumzeiten zuordnen, die wie unser Universum aussehen, und diese horizontalen Theta-Wirbel wären Positronen und Elektronen, also auch Theta-Wirbel, auch solche Strukturen, aber oszillierend. Und das wäre sowas wie der Jenseitsraum. Ja? Das alles steckt in dem zwölfdimensionalen Weltmodell drin. Ich habe also bei der Urwort-Theorie einfach nur versucht, diese verschiedenen Partialstrukturen, die sich ergeben aus den einzelnen Theorien, zu einem integralen Ganzen zusammenzufügen und zu schauen, wie sind die miteinander verschränkt. Das ist jetzt sehr schwierig, natürlich in einem Vortrag richtig darstellen zu können. Deshalb, wer sich dann näher für interessiert, den verweise ich natürlich auf die Literatur. Ich habe dazu vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, das ist das Urwort. Und da werden die Phänomene und die ganzen Verhältnisse noch etwas detaillierter beschrieben. Aus der Urwortmatrix kann man dann sehr schön dieses EPR-Paradoxon auch erklären. Es gibt natürlich Photonringe, die sowohl unsere äußere Raumzeit als auch den Hyperraum miteinander verbinden. Vielleicht liegt das auch daran, dass der Mensch Licht immer mit etwas assoziiert, was mit dem Himmel oder mit Gott zu tun hat. Also physikalisch betrachtet stimmt das zu, weil jeder Lichtstrahl verbindet uns letztendlich, verbindet das Diesseits mit dem Hyperraum.
eine sehr schöne Verbindung. Das ist jetzt so ein Modell für so ein Elektron in der Urwort-Theorie. Man sieht also Ätherteilchen, die einströmen, eingesaugt werden von der Elektronenstruktur in das Innere des Elektrons. Und da drin oszillieren halt alle Photonen, die sich aus den Ätherteilchen bilden, zu den Lichtmustern, die unser Bewusstsein enthalten. Und natürlich können Elektronen untereinander auch Informationen austauschen. Ne? Das geht natürlich auch. Ja, das war ja das lange Problem in der modernen Physik, Gravitation und elektromagnetische Felder miteinander zu verbinden. Das war ja ursprünglich sogar die Motivation, die Suche nach weiteren Dimensionen, Kaluza und Klein. Ich erinnere an meinen Vortrag am Anfang. Was ist jetzt Gravitation? Nach meinem Verständnis wird Gravitation durch die Ätherteilchen verursacht, die aus dem Hyperraum auf uns einstrahlen. Und die Richtung Hyperraum ist immer oben. Ja, wenn ich in Australien wäre, würde ich natürlich in eine andere Richtung zeigen, aber da kommen eben dann immer die meisten Ätherteilchen her. Weil die Ätherteilchen fliegen in Richtung Massen. Je mehr sich Masse verdichtet hat, umso mehr wird die von Ätherteilchen angeflogen. Und Ätherteilchen bewirken einen elastischen Stoß auf die Materie. Sie werden reflektiert an materiellen, stärker energetisch verdichteten Strukturen und führen dann natürlich dazu, dass Massen aufeinander zugedrückt werden. Das heißt, Massen ziehen sich eigentlich nicht an, sondern die werden aufeinander zugedrückt. Das ist also ein Druckgravitationsmodell. Das funktioniert auch nur, wenn man die Existenz mehrerer Dimensionen annimmt. Ich habe das in meinem Buch ganz gut beschrieben, glaube ich. Es gab schon mal einen Vorläufer von Druckgravitationsmodellen, aber die waren im Dreidimensionalen konstruiert und dann funktioniert das nicht. Aber da wir jetzt beliebig viele Dimensionen zur Verfügung haben, kann man diese Modelle natürlich wieder aufgreifen. Das heißt, Massen werden aufeinander zugedrückt. Dabei ändert sich nicht etwa die Form des Newtonschen Gravitationsgesetzes. Mathematisch bleiben die Formeln die gleiche. Nur die Ursachen für die Wirkung sind eben so, dass Massen aufeinander zugedrückt werden. Also wenn ich jetzt in die Luft springe und dann wieder runtergedrückt werde, drücken die Ätherteilchen mich eben wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und diese Ätherteilchen regnen quasi ständig auf uns herab. Ja, das war so ein kleiner Einblick in diese Welt moderner Teilchenmodelle und Dimensionsmodelle. Das ist alles noch nicht endgültig. Ja? Es sind, wie gesagt, alles, was die Physik hervorbringt, sind Modelle. Und wir versuchen halt, unsere ganze Wirklichkeit darin einzubetten. Und es wird uns immer besser gelingen, das auch zu tun. Also wer sich über den Inhalt dieser Theorie informieren möchte, dem empfehle ich das Buch. Und die, die etwas lockeren Zugang dazu suchen, dann die DVD. Ne? Also das Urwort gibt es sowohl als Buch als auch als DVD. Ja? Das ist Geschmackssache. Ne? Der eine liest lieber, der andere guckt sich lieber bewegte Bilder an. Kann man beides machen. Der kleine Quantentempel, der zeigt, wie man eigentlich mit diesem ganzen System auch arbeiten kann und seine persönliche Bewusstseinsentwicklung anfachen kann. Und das Buch Burnout, das war mal so ein Spezialgebiet, wo ich eine Studie gemacht habe über die Ursachen und Wirkungen des Burnouts. Mein neuestes Buch Photonendiagnose ist jetzt hier noch nicht aufgeführt. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.